1981 gewann Beat Breu im Bergzeitfahren hinauf auf den Walmberg seine erste Tour de Suisse-Etappe. Da können wir uns schon erinnern, ich habe das erste Mal meinen Sack angehabt. Ich sage am Trikot habe ich den Sack. Und da bin ich das erste Mal reingegangen. Das ist noch ein schönes Gefühl. Als Gesamtführender war Breu der Gejagte, hatte den starken Holländer Peter Winnen im Nacken. Doch die größte Gefahr kam aus dem eigenen Team. Und dann ist die Etappe von Genf auf Brieg. Mhm. Über Grand Montana rein, und noch am Schluss. Und dann habe ich am Morgen gesagt, am Sportleiter, ich greife den auf Grand Montana rauf an, da der Holländer. Man hat gewusst, dass er einen Hitzschlag hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, den liquidiere ich jetzt. Der ist weg vom Fenster zur Abend. Mhm. Und alle da genickt. Dann sind wir da Wallis auf, unsere Mannschaft hat geführt. Und dann kommt der Schmutzzümmer und sagt, musst du nicht angreifen auf Grand Montana. Dann denke ich, ja, wieso muss ich jetzt nicht angreifen? Ja, der Girard hat es gesagt, der sportliche Leiter. Und ich denke, ja, oh, gut, wenn der das sagt. Kaum da hat der Schmutz angegriffen, oder? Und dann hinten ab war ein Grüppli vorne mit dem Schmutz und ein paar Ausländer und ich hinten, was ich machen wollte. Und nachher bin ich ins Ziel gekommen. Ich eben das Trikot verloren, Schmutz. Und dann bin ich zum Girard und gesagt, Gott, wieso sagst denn du, ich muss nicht angreifen? Dann sagt er, ja, er hat aber nie gesagt, ich muss nicht angreifen, den Hügel auf, oder? Und dann habe ich... Dann habe ich nichts mehr gesagt. Dann sind die Journalisten natürlich mehr nachgesegnet. Die sind bis ins Hotelzimmer reingekommen. Mhm. Ich in der Dusche gestanden und gesagt, der Sauhund ist gestorben für mich. Das Duell Breu gegen Schmutz, immer noch 1981, hatte eine Fortsetzung. Beim Bergzeitfahren von Lugano auf den Montebrie wollte sich der düpierte Beat Breu das Liedertrikot von Gotti Schmutz zurückerobern. Mit einer Todesverachtung. Ich bin zu dem Häuschen aus Lugano und er hat gemeint, das kann ich zusammen, wo ich gegangen bin. Weil er wusste, das ist so kurz und da musst du so viel aufholen. Und er ist vielleicht dann noch ein bisschen langsamer gefahren, weil er gelitten hat unter dem ganzen Zeug, unter der Presse und unter allem. Und da hat mir sicher auch noch ein bisschen geholfen. Beat Breu siegte beim Bergzeitfahren, holte sich das Liedertrikot zurück und sollte am Tag darauf die Tour de Suisse 1981 gewinnen. Sein Interview im Ziel? Ja, ich hatte so eine Trotzreaktion, nachdem er den Gottfried Brieg das Trikot abgezogen hat, ein bisschen auf unfaire Art. Und ich bin einfach voll gefahren, schon auf der Ebene. Ich dachte, verlieren kann ich nichts mehr, wenn es mir anstellt, geht es zusammen. Jetzt hat es mir halt nicht angestellt. Sie haben schon. Aber Sie haben nur 6 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement, das wissen Sie. Ja, der lange, schon eine lange. 8 Jahre später, 1989, gewann Breu die Tour de Suisse zum zweiten Mal. Seine direkte Art sorgte immer wieder für Aufsehen. Auch bei einem Zwischenfall mit einem Tiefer-Motorrad, das seinem Gegner vorne Windschatten spendete. Das war kurz vor dem Ziel, das war irgendwo in Imbrach unten. Und dann ist, ich weiss nicht, der Silva war vorne weg und ist hinter dem Fernsehtöff gefahren. Und mehr hinten mit irgendwie 100, 200 Meter Abstand sind nicht näher gekommen. Und wenn man dann im Elend ist und dann kommt noch so etwas, dann sagt man halt etwas, was man vielleicht nachher nicht mehr sagen würde. Aber irgendwo muss man Luft ablassen.